Ja, in den letzten Videos habe ich eigentlich gar nie gesprochen und mir war auch wichtig, dass ich da wirklich der Musik die Bühne überlasse, weil es so viele tolle Künstlerinnen und Künstler und Bands gibt aus Skandinavien, aus Schweden und Norwegen vor allem. Und deshalb auch der Titel A Scandinavian Symphony. Und in diesem Epilog möchte ich jetzt noch ein paar Dinge ansprechen, die mir während diesen knapp 3 Wochen Interrail-Reise aufgefallen sind. Und anfangen möchte ich mit eigentlich so dem Abschluss gerade, denn ich war jetzt 24 Stunden sozusagen unterwegs gerade von Göteborg oder Göteborg nach Basel wieder zurück, also 8:30 Uhr eingestiegen in den Zug und dann eigentlich bis fast knapp 8 Uhr heute Morgen entweder in Bahnhöfen oder in Zügen unterwegs. Und das allein ist schon ein Abenteuer für sich. Und trotzdem würde ich sagen, war es nicht die schlimmste Zugerfahrung, die ich auch in den Reisen gemacht habe. Und deshalb möchte ich heute gerne darüber sprechen, was muss ich beachten, wenn ich Interrail verwende in Skandinavien. Ich habe das auch schon mal gemacht, da war ich aber nur im Süden Schwedens und dort war es kein Problem. Aber vom Schweden, aber auch Norwegen haben so die Eigenart, dass man Züge reservieren muss, also die Sitzplätze reservieren muss. Das heißt, man nimmt eigentlich dem ganzen Interrail-Freiheitsgefühl auch ein bisschen diese Freiheit, diese Spontanität, weil man halt früh genug reservieren muss. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe für den Zug von Malmö nach Stockholm und von Stockholm nach Umeå habe ich 2 Reservationen gemacht. Sitzplatzreservation und dann noch Reservation von dann Göteborg nach Hamburg und von Hamburg nach Basel wieder, obwohl die freiwillig waren, also die musste man nicht. Und im Verlaufe der, also ich habe das vor, keine Ahnung, vor 2 Monaten oder so schon gemacht, also schon eine Zeit davor. Und irgendwann habe ich dann eine Nachricht erhalten per Mail, der Zug sei gecancelt worden von Stockholm nach Umeå. Das war der nördlichste Punkt meiner Reise, wo meine Kumpel studiert. Und dann habe ich mir, wollte ich, also zuerst das Mail war mehrheitlich auf Schwedisch. Dann habe ich zurückgeschrieben, dass ich halt nicht Schwedisch verstehe und dass ich versucht habe, diese Zugstornierung oder so zu ändern. Das musste man auf der, nicht mehr auf der Eurail-Seite, das also nicht auf der Interrail-Webseite, sondern über die schwedische Bahngesellschaft. Aber das hat nicht geklappt, weil ich dort irgendeine schwedische Personalnummer bräuchte. Und dann habe ich ihnen geschrieben, hey, ich kriege das nicht hin, ich brauche diese Nummer, habe das aber über Interrail gemacht. Was kann ich tun? Ich habe nie eine Antwort gekriegt, dann habe ich nochmal eine Mail geschrieben, auch da keine Antwort gekriegt und dann habe ich mir gesagt, okay, ich gehe einfach mal dorthin und ich werde dann in Malmö, ich habe ja dann noch so 3, 4 Tage Zeit, werde ich dann am Schalter das vornehmen, diese Änderung. Und bin dann, als ich in Malmö angekommen bin, war das etwas vom Ersten, was ich gemacht habe, an den Schalter zu gehen. Nachdem ich eingecheckt habe ins Airbnb, an den Schalter zu gehen und zu fragen, okay, ja, dieser Zug wurde gecancelt, ich brauche einen anderen Zug. Und ich dachte mit meinem, wie soll ich sagen, Schweizer Zugglück, also let's be honest, in der Schweiz haben wir eigentlich sehr tolles Zugnetz und eigentlich wenig Probleme im Vergleich zu anderen Ländern. Und die haben mir dann gesagt, es gäbe keine Möglichkeit, in den nächsten 4 Tagen oder so, also bis zum Ende des Wochenendes, nach Umeå zu gelangen von Stockholm aus. Und das hat mich vollkommen gestresst, weil ich gedacht habe, ja, das wird irgendwie schon möglich sein, mit einem Regionalzug irgendwie halt eine andere Strecke zu fahren. Aber offenbar ist es so in Schweden, dass es so wenig Züge fahren.
Und nur über die Hauptstrecken, dass es da gar keine oder fast keine Regionalzüge gibt. Ich habe das wirklich durchgecheckt, jede Station angeschaut, gäbe es dann von dieser Station bis dort, gibt es noch einen Regionalzug, eine weitere Möglichkeit dorthin. Vielleicht wäre es möglich gewesen, wenn ich dann noch so Fernbusse einbezogen hätte, aber es wären dann wahrscheinlich nicht 6-mal umsteigen gewesen und vielleicht dann irgendeine 12-Stunden-Fahrt oder so. Aber ich habe jedenfalls nichts rausgefunden. Und da war ich ein bisschen nervös, weil wenn ich da nicht hingehen kann, heißt es, dass die ganze Planung auch mit meinem Kumpel, dass die dann ins Wasser fällt, dass ich da Airbnb wieder stornieren müsste und neue Optionen suchen muss in Malmö, wo ich gerade war. Und von daher echt eine Zumutung, bis ich dann gefunden habe, dass es doch noch irgendwo Züge gibt. Aber das Servicepersonal hat mir da nichts davon gesagt, dass da doch noch irgendwelche Möglichkeiten gäbe. Ich musste dann halt einfach irgendwie 2, 3 Stunden Zwischenstopp haben, was für mich völlig okay ist. Hauptsache, ich komme irgendwann am richtigen Tag dorthin. Und das Krasse war, dass diese Servicepersonal hat dann einfach gesagt, wenn ich jetzt in diesen Zug einsteigen würde, ich habe gefragt, was passiert denn, wenn ich jetzt ohne gültige Reservation, ich hätte ja noch eine Reservation ja, für einen anderen Zug, den es nicht mehr gibt, was würde passieren, wenn ich so einsteigen würde? Und die haben mir gesagt, ich würde rausgeworfen werden und würde eine Buße kriegen und einfach richtig, ja, mir Panik gemacht. Und dieser Moment war schon sehr uncool. Eben jetzt im Moment ist es wie einfach darüber zu sprechen, aber in dem Moment selber ist man wirklich voller Panik, weil man nicht mehr weiß, was mache ich jetzt mit meinen Ferien? Muss ich alles abbrechen? Wenn ich da mehrere Tage festsitze. Und das Spannende ist, dass das auch von vielen anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, bestätigt wurde. Also es gibt Leute, die haben mir gesagt, sie seien auch 2 Tage irgendwo festgesteckt und mussten halt dort ein Hotel suchen, bis sie dann weiterfahren konnten. Und das ist etwas, was es in der Schweiz oder in Deutschland irgendwie gar nicht gibt. Also ich bin auch schon in brutal überfüllten Zügen in Deutschland gewesen, wo Leute beim Gepäck irgendwie darunter gesessen sind oder jemand ist mal dort bei der Ablage für Gepäck oben hingeklettert und dort liegen oder ist dorthin gelegen. Also ich habe da wirklich schon wilde Sachen erlebt, aber man kann immer in den Zug einsteigen und kommt eigentlich von A nach B, auch wenn es super ungemütlich ist. Und dass es in Schweden keine Option gibt, verstehe ich nicht. Für ein Land, das eigentlich finanziell nicht so schlecht darstellt, steht und einen gewissen Wohlstand hat. Genau. Ja, jedenfalls habe ich dann eine Reservation machen können. Dann am Abend, bevor ich nach Stockholm fahren musste, da hatte ich ja das Gefühl, ja, ich habe da die Reservation noch. Am Abend schaue ich mal die Zugverbindungen an und sehe, ah, okay, dieser Zug ist auch gecancelt worden. Also am nächsten Tag habe ich keine Verbindung. Und das Problem war, das habe ich ein bisschen übersehen, weil ich da gerade auf dem Weg nach Berlin war. Und dann habe ich, ja, ist mir das entgangen, wobei ehrlich gesagt, eben, was hätte ich noch machen können? Ich wollte ja sowieso am Schalter das alles erledigen. Und dann gab es keine Züge mehr, also auch wieder irgendwie 3, 4 Tage wäre alles ausgebucht gewesen. Und da musste ich tatsächlich zusätzlich zum Interrail-Ticket noch einen Flixbus buchen. Auch die waren fast komplett überfüllt. Es hatte zum Glück noch einen Flixbus, der noch ein paar Plätze frei hatte. Aber diese Nacht war wirklich die Qual, weil ich nicht genau wusste, ah, oh shit, jetzt weiß ich nicht mal, ob ich nach Stockholm komme und ob dann wieder andere Züge ausfallen würden und ich dann wieder in der Bredouille sitzen würde. Das hatte einfach den ganzen Trip richtig eigentlich vermiest. Und ich habe ehrlich gesagt keinen guten Tipp für euch. Ich glaube, der beste Tipp wäre sicher, möglichst früh alles zu planen. Sofort zu checken, immer wieder Mails checken, ob alle Züge noch, also ob die noch fahren. Und wenn etwas ausfällt, dann sofort eine neue Buchung machen. Gar nicht abwarten. Das mit dem Geld zurück kann man immer noch danach regeln. Ich habe das noch nicht geregelt, logischerweise jetzt. Ob das überhaupt klappt, weiß ich auch nicht, weil die werden wahrscheinlich eh wieder nicht antworten. Also von daher einfach, es ist wirklich ziemlich mühsam, und kann
so Zugausfälle, vor allem im Sommer, wenn alle irgendwie in Schweden hin und her fahren, muss man gut bedenken. Also das war das, sorry. Das war das eine Problem. Dann von Sundsvall, das ist ganz im Osten, nach Trondheim, dort wollten wir auch hinfahren mit dem Kumpel. Und dort fährt nur ein Zug pro Tag, also einer, der wirklich durchfährt pro Tag. Auch das für mich unverständlich, wieso man ein Bahnnetz hat und nur ein Zug fährt. Also gibt gewisse Regionalzüge noch oder Züge, die den Teilstrecke fahren, aber einfach komplett, ja, ich glaube, die meisten fahren wahrscheinlich mit dem Auto, ich habe keine Ahnung. Und dann in Norwegen war eigentlich dort, brauchte ich keine Zugverbindung, es gäbe, oder keine Zugverbindung, ich brauchte keine Reservation. Ich hatte dort auch einen Zug herausgesucht, den man reservieren könnte. Ging aber nicht, weil dort gesagt wurde, dass man ein physisches Ticket erhält, also ein ausgedrucktes Ticket, und das wird einem zugeschickt per Post. Und da ich in der Schweiz war und auch noch irgendwie 2,5 Monate vorher, wer würde das nicht ankommen bei mir? Also ich konnte eigentlich de facto keine Zugreservation machen, weil diesen einen Zug, der direkte Zug, den hätte ich sonst gerne genommen, weil so musste ich einen indirekten Zug wieder nehmen, der wieder länger geht. Und irgendwann hat man dann auch die Schnauze voll. Also auch der Flixbus ging irgendwie 9,5 Stunden und mit dem Zug hätte ich sonst 6 Stunden gehabt. Also schon wirklich lange Strecken oder lange Zeiten. Also ging ich wieder in Trondheim zum Servicepersonal und hab gefragt, was denkt ihr, gibt es noch trotzdem ein Ticket für diesen direkten Zug von Trondheim nach Oslo? Und die haben mir gesagt, nein, gibt es nicht. Alle Züge sind ausgebucht, auch die, die man nicht reservieren müsste. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da auf meiner Interrail-App steht ja, es gibt diese eine Verbindung, da muss man nicht reservieren. Und dann hat die gesagt, nein, auch der ist ausgebucht. Das ist ein Fehler von Interrail. Ich komme hier nicht weg mehrere Tage. Es gibt keine Möglichkeit. Und dann war ich wieder am gleichen Problem und langsam. Man könnte man denken, dass ich da das gewohnt bin, aber trotzdem, es war einfach wieder fast so, es war schon wirklich fast so wie ein Trigger, also dass ich fast ein bisschen traumatisiert war von Zugreisen. Sorry, das ist ja immer noch so die Nachwirkungen vom kalten Wetter in Ore, wo es teilweise irgendwie so um die 10 Grad herum war, in der Nacht irgendwie 8, 7, 8 Grad, und hier in der Schweiz war es 30 Grad wärmer oder so. Genau, und ich habe dann auch wieder Panik gekriegt, überlegt, muss ich jetzt wieder in Trondheim ein neues Airbnb suchen, ein Hostel suchen, gibt es Fernbusse, da hätte ich hier einen gefunden, dann hätte ich irgendwie wäre ich um 9 Uhr irgendwo mitten in der Pampa in Norwegen gewesen und müsste dort die Nacht verbringen in dieser Pampa. Und irgendwie nach 5 Stunden könnte ich einen frühen Fernbus nehmen, der dann auch wieder irgendwie nochmal 7 Stunden hat nach Oslo. Also alles nicht gerade super Optionen. Ich habe auch so Autostopp-Sachen angeschaut. Carsharing ist aber ziemlich schwierig, ihn etwas zu finden. Es gab auch Flüge, und dann habe ich mir einfach gedacht, egal was ich jetzt hier alles für einen Scheiß erlebe, ich will einfach nicht fliegen, wenn es nicht sein muss, und es muss eigentlich fast nie sein, und vielleicht fliege ich dann irgendwann mal wieder, wenn ich irgendwie nach 10 Jahren, was noch nicht so in Ferne ist, weil ich schon irgendwie 8 Jahre nicht mehr geflogen bin, aber dann lieber einmal fliegen, irgendwie nach, keine Ahnung, Japan oder so. Aber eben, ich will nicht fliegen und ich will auch zeigen, dass es eben möglich ist, ohne zu fliegen und nur mit dem Zug. Genau, und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, die Person sagt, ich könne nicht in diesen Zug steigen, die Interrail-App sagt das aber schon, ich gehe jetzt einfach in den Zug. Weil an diesem Punkt war es mir so egal, und ehrlich gesagt war ich auch so ein bisschen dann an einem Punkt, wo ich so angriffslustig wurde. Zumal ich in Schweden, dieser Zug, den ich reservieren musste, dort wurde ich nie kontrolliert.
Also dort bin ich nie kontrolliert worden. Also wieso nicht einfach in den Zug einsteigen und dann erklären, dass ich es nicht gewusst hätte oder dass meine Katzen krank sind zu Hause oder irgendwas erfinden. Und das habe ich dann auch gemacht, bin in den Zug eingestiegen und sie haben mir schon auch gefragt, ob ich eine Reservation hätte und habe ich gesagt, nein, aber auf meiner App steht das nicht. Und dann war es schon gut. Also es gab keine große Diskussion und da musste ich einfach sagen, dieses scheiß Bahnpersonal in Schweden und Norwegen sagt einfach immer, dass es irgendwie keine Option gibt. Dabei gibt es Möglichkeiten und gut, da hat jemand gerade sehr laut irgendwelche handwerklichen Sachen gemacht. Jedenfalls gibt es wahrscheinlich keine Möglichkeit, diese Sitzplatz reservieren, zu schauen, wie lange sind die und kann man da je nachdem halt von Sitzplatz zu Sitzplatz hoppen, wenn es ausgebucht wäre. Aber es war auch nicht komplett ausgebucht, von daher egal. Also der Punkt ist einfach, diese Züge haben mir ziemlich die letzten Nerven genommen und ich finde es auch schade, dass eine tolle Sache wie das Interrail-Ticket, dass das so abhängig ist von den Launen und Problemen der schwedischen und norwegischen Bahn. Wenn ihr irgendwie einen solchen Trip plant, dann schreibt mir gerne. Ich versuche euch dann Tipps zu geben. Und als Tipp einfach machen und erklären, dass man es nicht gewusst hat oder so. Ich glaube, das ist der beste Tipp, den ich euch geben kann. Ja, das zweite, worüber ich mit euch sprechen wollte, ist, je ferner die Destination, in meinem Falle Umeå, welches 2500 Kilometer von Basel entfernt liegt, desto weniger hat man die Möglichkeit, wirklich länger bei diesen Zwischenstopps zu bleiben. Und nicht nur deshalb, sondern eben auch wegen den Zugverbindungen, wegen fehlenden Zügen, Zugausfällen und so weiter. War es mir nicht möglich, gewisse Dinge zu tun. Einerseits hätte ich gerne noch einen Tag länger in Stockholm gehabt. Dort war ich dann nur effektiv nur 24 Stunden wegen all diesen Problemen, die ich noch hatte. Genau, was ich in Stockholm hätte machen wollen, ist zu diesen Schärengärten zu gehen. Das sind keine wirklichen Gärten, das sind diese Inselgruppen außerhalb von Stockholm. Und ein Grund dafür war, dass dort ein Musiker, der mir sehr am Herzen liegt, gestorben ist, vor, ich weiß nicht genau, vielleicht 15 Jahren oder so. Und dieser Musiker hat mich sehr stark beeinflusst in dieser Zeit, wo ich musikalisch sehr formbar war, mit anderen Musikern oder Bands, wie zum Beispiel El Chorro oder The Rippingtons oder Musik von Brian Blade oder gibt ganz viele, viele Sachen und die ich jetzt wahrscheinlich hier alle vergessen würde, wenn ich sie aufzählen müsste. Aber genau, und dieser Esbjørn Svensson oder das Esbjørn Svensson Trio hatte einen sehr starken Einfluss auf mich und deshalb wollte ich eigentlich so als Tribute dorthin gehen und dieser Ort entdecken, wo er bei einem Tauchunfall mit, ich glaube, ungefähr 40 Jahren ums Leben kam. Und ich habe danach wirklich im Vorfeld so eine Dokumentation geschaut. Ich kann die sonst unten noch verlinken, für diejenigen, die es interessiert. Denn die Musik ist wirklich unglaublich schön und eine schöne Mischung aus Jazzmusik, aber auch mit klassischen und Pop-Rock-Elementen. Genau, und ich habe mir dann wirklich die Doku angeschaut und geschaut, wo hat er gelebt. Ich habe mir auch überlegt, soll ich in diesen Ort fahren und einfach mal dort die Stimmung aufnehmen, wie war es dort aufzuwachsen. Und ich finde das sowieso am Reisen immer spannender, als einfach so die touristischen Sachen abzuklappern, so einen eigenen Weg zu gehen. Und man braucht einfach so eine Art Narrativ, um die Reise so zu gestalten, dass es toll ist. Und eben wenn das Narrativ jetzt wäre, ich will diesem Künstler so nahe kommen wie möglich in irgendeiner Form, was ein bisschen creepy klingt, aber ich glaube, vor allem wenn man selber Musik macht, ist es unglaublich wichtig, dass man manchmal so Phasen hat, wo man
sich mit Musikern, Musikerinnen oder Bands so intensiv beschäftigt, dass man so die Musik wirklich atmet. Genau, und das ist da etwas, was ich verpasst habe, was ich schade fand. Aber schon nur die Musik von Esbjørn Svensson oder seinem Trio in den verschiedenen schwedischen Orten zu hören, gab mir ein Verbundenheitsgefühl. Und ich finde es spannend, wie ich damals, als dieser Musiker gestorben ist, wie das ein Schock für mich war. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es eben nicht ein famous Musiker war, den alle sowieso gehypt haben. Wenn jetzt Cristiano Ronaldo sterben würde, dann würden alle, gibt es so viel Trauer in der Welt, als nicht, dass ich das herbeisehnen wünsche würde oder so. Aber das ist dann auch Mainstream. Und das andere ist halt, wenn man nicht einfach einen Musiker oder eine prominente Person wählt einfach so, sondern weil die Musik einfach zum Herzen von einem passt oder weil es einfach eine Verbindung gibt, die man nicht abstreiten kann, dann ist es etwas sehr Spezielles und ich habe das nicht mit vielen, mit vieler, mit viel Musik. Und von daher, ja, ist es wie eigentlich spannend, wenn man eben eine Musik so to the point of an kind of obsession verfolgen kann. Und ich würde mir hoffen, dass mehr Menschen außerhalb der 0815 musikalischen Pfaden wandern würden und auch solche Entdeckungen machen, wie ich sie gemacht habe, weil eben für mich war das wie eine große Beeinflussung des Lebens allgemein. Genau. Und das ist eigentlich auch schon, was ich damit sagen wollte. Schaut, dass ihr euch wirklich mit viel Musik beschäftigt und dass ihr solche, ich hoffe für euch oder für alle, dass ihr solche Momente habt in tiefer Verbundenheit mit Musik. Auch mit, und eben, dass wenn dann diese Person und dieser Künstler weg ist, dass man immer noch diese Verbundenheit spürt. Ja, und das Dritte, worüber ich mit euch sprechen wollte, ist das alleine Reisen. Es gibt sicherlich verschiedene Reisetypen. Ich persönlich bin also der Typ, der am liebsten zu zweit reist. In Gruppen kann es zwar schon auch lustig sein, aber es ist meistens auch so von der, was macht man jetzt, wie bestimmt man ab, von der ganzen Dynamik, teilweise schwierig oder anstrengend. Und alleine reisen hat eben auch so seine Nachteile. Und ich denke, vor allem jemand, der doch einen beachtlichen Teil auch introvertiert ist, was man vielleicht mir manchmal nicht geben würde, ist es auch so eine Art Herausforderung, alleine zu reisen. Und ich wusste zwar, dass ich meinen Kumpel in Umeå treffen würde, aber dass das halt auch, dass ich davor halt sehr lange alleine reisen würde. Und das ist auch schon so mit ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl verbunden. Eben, es gibt Leute, die reisen gerne alleine und sind so Backpacking-People, die in Hostels sind und die ganze Zeit Leute kennenlernen. Und ich bin da eher so ein bisschen zurückhaltender und muss mich echt krass pushen, damit ich einfach so random ins Gespräch komme oder ja, genau. Und das ist aber auch wirklich sehr spannend, vor allem wenn man eine längere Zeit eben alleine reist. Es war jetzt nur irgendwie eine Woche und dann eine Woche zu zweit und dann wieder noch so die letzte Fastwoche alleine. Aber das Spannende ist, dass man dann plötzlich so in einen Groove hineinkommt, wo das ein völlig normal ist. Also man geht dann abends alleine in ein Restaurant und sieht zwar auch, ich bin hier der Einzige, der jetzt alleine in diesem Restaurant ist, aber man fühlt sich dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr weird dabei. Also es ist so wie ein bisschen, you gotta own it. Und das habe ich versucht und ich habe dann auch eben so ein paar Challenges mir gesetzt, dass ich ja irgendwie
schauen musste, dass ich vielleicht auch unter die Leute, unter die Locals komme, weil das ist sowieso am spannendsten, wenn man eine Stadt entdecken kann mit Hilfe von Locals und nicht einfach so eben mit den Touristen am Rumwandern ist. Und deshalb bin ich auch nicht so Fan, abgesehen davon, dass ich es einfach jetzt ab einem gewissen Alter und einem gewissen Einkommen nicht mehr für so toll erachte, in einem Achterschlag zu schlafen in einem Hostel. Aber eben, ich möchte ja auch nicht unbedingt nur mit Touris unterwegs sein, sondern eben so die Stadt richtig spüren. So, ja, was ist das Destillat von dieser Stadt? Ich will das, wie würde ich mich fühlen, wenn ich dort leben würde? Das ist so das, weshalb ich reise. Und eine Challenge, die ich mir gesetzt habe, ist alleine in eine Bar zu gehen. Das war zum Glück keine Sportsbar, wo ich den Frauenfußball-Match geschaut habe. Und ich habe mir aber da auch noch weiter gepusht und habe mir in Stockholm gesagt, ich will in einen Club gehen, alleine. Und ich habe dann so einen Outdoor-Club gefunden, wo man zwar auch Eintritt zahlen musste, aber es war nicht so stickig, es war nicht so eng, es war so ein bisschen alternativer. Und ich habe das. Ja, es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man alleine irgendwo ansteht. Vielleicht ist es auch eine andere Kultur, ich weiß nicht. Vielleicht kenne ich es einfach nicht. Aber ich fand es schon ziemlich krass, ja, einfach alleine anzustehen, um irgendwo reinzukommen. Und habe dann wirklich auch dort, obwohl ich jetzt nicht so unglaublich gerne in der Regel einfach so abtanze, und vor allem meine musikalischen präferierten Stile sind jetzt auch nicht gerade Techno. Aber ich fand es lustig, dann dorthin zu gehen und habe dann auch wirklich als Erster auf der Tanzfläche angefangen zu tanzen und bin so mit so vielen Leuten ins Gespräch gekommen und es war so ein lustiger Abend, bis ich dann irgendwie um frühen Morgen, wobei eben in dieser nördlichen Hemisphäre ist ja alles irgendwie morgen, also es wird ja gar nie dunkel. Also ich hatte immer das Gefühl, so um 11 Uhr nachts sei noch irgendwie 9 Uhr oder so. Und keine Ahnung, um 2:30 ging schon die Sonne wieder auf. Ja, jedenfalls eben kam, wenn man dann so nach Hause stolpert in einer fremden Stadt, die man eigentlich null kennt und sich einfach so gepusht hat, irgendetwas alleine durchzuziehen, das ist schon auch eine Erfahrung wert. Und ich denke, es ist sicher sinnvoll, wenn alle einmal alleine gereist sind. Das muss ja nicht gerade. Ich würde zum Beispiel jetzt irgendwie so in Japan oder so, fände ich das gerade ein bisschen zu krass, ohne dass ich die Sprache beherrschen würde und so und nicht mal die Sprache lesen kann und so, die Schriften. Aber das wäre dann noch so ein weiterer Push, den man sich geben könnte. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man auch wirklich so Zeit hat, auch mit sich selbst und sich dann auch wirklich mit sich selber beschäftigen muss. Und vielleicht geht das schon so in Richtung Self-Love oder Self-Discovery. Aber ich fand das jedenfalls spannend und bin dann aber auch froh gewesen, als ich wieder zu zweit unterwegs war und ich. Ja, ich finde, man kann auch zu zweit reisen oder in einer Gruppe und dann ab und zu etwas für sich machen. Das müsste auch möglich sein. Genau, und ich finde es einfach spannend, wie man halt so unterschiedliche Sachen erlebt, wenn man in der Gruppe oder zu zweit oder alleine unterwegs ist. Und fand es jetzt sehr spannend, so aus meiner Comfortzone rauszugehen und genau diese Dinge zu erleben. Ja, also das auch als letzter Tipp. Versucht doch sowas mal zu machen. Es ist sicher eine Bereicherung für auch die Erinnerungen, die man dann mit sich trägt.